hat für die Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das war schon der pure Zynismus, den Sie sich hier gerade geleistet haben, vor dem Hintergrund einer doch sehr wichtigen, traurigen Debatte, die wir hier gerade führen. Und Herr Minister, ich muss Ihnen auch sagen, Sie haben eigentlich heute hier noch einen draufgesetzt. Erst waren es die Ärzte, jetzt haben die Rechtsanwälte gleich noch einen draufgekriegt. Und ich frage Sie mal, hat es jemals eine Untersuchung in Ihrem Ministerium gegeben, in welchem psychischen und medizinischen Zustand Flüchtlinge nach Deutschland kommen und was tatsächlich getan werden müsste, um ihnen medizinische Hilfe zu leisten? Hat das es jemals gegeben? Stattdessen beziehen Sie sich hier auf irgendwelche Zahlen, die 2011 in NRW erhoben wurden und wo Sie hier sagen, sie widerspricht jeder Lebenslage. Wissen Sie, was ich glaube? Flüchtlinge, die aus dem Krieg kommen, die jahrelang Gewalt und Verfolgung erlebt haben, sind krank, sind häufig traumatisiert. Und die kann man gar nicht mit Menschen wie Sie und ich vergleichen, sondern die muss man ganz speziell sehen von ihrer Geschichte her, was sie erlitten haben und erlebt haben. Und das fordern wir auch als Linke, dass sie damit endlich wieder umgehen. Denn ich will hier noch mal daran erinnern, viele Menschen wissen gar nicht, Flüchtlinge, Schutzsuchende in diesem Land haben nur eine Notfallversorgung von der Medizin her. Das heißt, sie müssen zur Ausländerbehörde gehen, um einen Krankenschein zu haben, dann zum Arzt zu gehen und werden noch nur mit hohen bürokratischen Hürden belastet. Die Bundeskanzlerin hat die Gesundheitskarte angekündigt, wieder zurückgezogen. Und das wäre doch das Mindeste, eine Gesundheitskarte für alle Flüchtlinge, damit sie unbürokratisch zum Arzt gehen können und man sie nicht permanent damit drangsaliert, gerade auch was ihre Situation angeht. Zum Beispiel die Dokumentationsstelle, antirassistische Initiative hier in Berlin, dokumentiert Jahr für Jahr Abschiebefälle. Ganz aktuell gibt es Fälle, da wird einem Angst, kriegt man Angst und Schrecken. Zum Beispiel ein Flüchtling aus Niger. Er hat eine Bauchoperation gehabt, hat Schmerzen gehabt, seine Wunde war nicht verheilt. Trotzdem hat man ihn nach 14 Tagen abgeschoben in diesem Zustand. Pro Asyl berichtet über diverse Fälle, zum Beispiel von einer schwer traumatisierten Frau, die in psychotherapeutischer Behandlung war und beziehungsweise ist. Der Facharzt hat geraten, sie nicht abzuschieben, sie wurde trotzdem abgeschoben. Vielleicht beschäftigen wir uns wirklich mal mit solchen Fragen und nicht immer, wie kann man möglichst schnell alle Leute abschieben und rausschieben aus diesem Land, Herr Minister. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, gerade mit dem Asylpaket 2 haben Sie eben weitere Verschärfungen in diesem Bereich vorgenommen. Zum Beispiel muss innerhalb von 2 Wochen ein fachliches Gutachten von einem Flüchtling oder einem Schutzsuchenden gebracht werden, damit er einen Beleg hat, dass er nicht abgeschoben wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass selbst privilegierte Privatversicherte, geschweige denn irgendjemand hier aus diesem Raum von den MdBs, innerhalb von 2 Wochen ein Fachgutachten herbeibringen kann. Und ich halte das wirklich für einen Skandal, dass wir solche Auflagen in Gesetze geschrieben haben, wo Flüchtlinge nicht mal mehr die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Und meine Damen und Herren, nicht anders sieht das aus. Ein weiterer Punkt. Psychologische Gutachten dürfen nicht mehr verwendet werden als Abschiebehindernis. Zum Beispiel protestieren dagegen Verbände, alles Mögliche. Das interessiert sie aber gar nicht. Sie machen weiterhin eine Politik, die unmenschlich ist und die wirklich den Flüchtlingen nicht gerecht wird und vor allen Dingen auch nicht ihren Interessen. Und meine Damen und Herren, kranke und traumatisierte Flüchtlinge brauchen besonderen Schutz. Das hat Die Linke immer wieder gefordert. Wir brauchen endlich eine Gesundheitskarte. Wir brauchen die Standards, die die EU-Aufnahmerichtlinie festgeschrieben hat, dass kranke, traumatisierte Flüchtlinge nicht abgeschoben werden dürfen, sondern sie sind Opfer oft von Folter und Gewalt. Und Herr Minister, ich habe mir jetzt erspart, noch mal alles aufzuzählen hier, wo Sie immer wieder Falschmeldungen
herausgegeben haben. Das ist ja vielfach heute schon hier geschehen in den Reden. Aber ich möchte noch einen Punkt sagen. Es hat eine gewisse Systematik. Weil Sie als Innenminister müssen doch wissen, was für eine Stimmung in diesem Land vorherrscht. Ah, ist gar nicht mehr da. Oder da hinten. Was für eine Stimmung in diesem Land vorherrscht. Und diese Stimmung bedienen Sie im Grunde genommen mit Ihren ständigen Unwahrheiten und Lügen, indem Sie im Grunde genommen rassistische Ressentiments bedienen, im wahrsten Sinne des Wortes doch. Und Sie machen damit auch Kräfte stark, wie AfD und andere Hetzer gegen Flüchtlinge. Und das muss endlich ein Ende haben. Deswegen ist völlig berechtigt hier heute die Forderung aufgetreten. Wir brauchen einen Innenminister, der ein Feingefühl hat und der vor allen Dingen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit angeht und sie nicht permanent noch mit anheizt. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege Sebastian.